Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime-Banger und heute gibt es für euch ein Video zu Jacks möglichen Gegner in Wano Kuni. Ich und der liebe Kaido König der One Piece Theorien haben uns zwei Szenarien überlegt, bzw. zwei Kämpfer überlegt, die gegen Jack kämpfen könnten. Ich übernehme den Teil mit Zoro gegen Jack und der übernimmt den Teil mit Jack vs. Nekomamushi und Inuarashi. Gerade eben wurde auf seinem Kanal auch ein Video hochgeladen, in dem wir beide die Top 4 Kandidaten für die Legende von der Oda sprach aufgelistet. Also checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab und sein Video, werde ich alles in die Videobeschreibung posten und in der Infocard oben. Und ihr könnt ihn auch gerne abonnieren, da werden wir, denke ich, jeden Monat oder jeden zweiten Monat zusammen ein Video machen. Also nachdem ihr mein Video hier zu Ende geschaut habt, könnt ihr dann das zweite Video mit uns abchecken auf seinem Kanal. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also wir haben ja vor einigen Kapiteln gesehen, dass Zoro sich verlaufen hat bzw. auf dem Weg verloren gegangen ist, nachdem die Strohhüte zu dem Odenschloss wollten. Im letzten Kapitel 920 haben wir gesehen, dass Zoro auf einmal neben der Fabrik stand und dort einen Werft gesehen hat bzw. einen Hafen. Die Frage ist, warum hat er sich verlaufen und warum denke ich, dass Oda hier Zoro extra verlaufen lassen hat? Dazu komme ich gleich. Wir haben ja im Kapitel 917 erfahren von Okiku, dass Jack wieder aufgetaucht ist bzw. er nicht tot ist, weil es ja auch ziemlich klar war und er wurde von einigen Tagen in dieser Gegend hier gesehen. Er ist sozusagen der Herrscher von Kuri. Holdem wurde ja von Ruffy besiegt, das heißt, dass Jack eigentlich bald erfahren muss bzw. sehr, sehr sicherlich erfahren wird, dass jetzt hier Holdem besiegt wurde. Wir haben auch ein Panel gehabt mit Hawkins, wo er dann sehr, sehr komisch geguckt hat und er wahrscheinlich, ich vermute einfach mal, Jack gesehen hat. Was hat das Ganze aber jetzt mit Zoro zu tun? Naja, ich glaube, dass Zoro sich zwar verlaufen hat, aber oder es extra so gemacht hat. Ich kann es mir auch zum Beispiel vorstellen, dass Zoro irgendeine Aura gespürt hat oder er wirklich jetzt zu den anderen Drohnen gelangt, also zu Frankie, Robin, Lysop. Das kann ich mir sehr ziemlich gut vorstellen. Denn wir haben ja jetzt eigentlich zwei Gruppen, die Wano Kuni Gruppe und die Walquick Island Gruppe, weil Zoro gehört eigentlich zu der Wano Kuni Gruppe, sozusagen, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, dass er dort auch zusammenbleiben wird. Meine Vermutung ist jetzt einfach, dass er sich zwar verlaufen hat, aber ich glaube, dass Jack diese Fabriken beschützt, beziehungsweise dort in der Nähe irgendwo ist. Ich sag euch jetzt, warum Jack die Waffenfabrik beschützt. Und sag, glaube ich, dass dort Sklaven gibt, die halt dort arbeiten und Jack muss sozusagen auf die aufpassen, beziehungsweise auch dafür sorgen, dass nichts passiert. Wie komme ich auf Sklaven? Naja, wir haben zum Beispiel sehr oft in diesen ärmeren Städten, hat man gesehen, dass dort wirklich nur Frauen, Kinder und ältere Menschen dort waren und keine jungen Leute. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass die Samurais, die damals gefallen sind, gegen zum Beispiel gegen X-Drake oder andere Headliner, dass sie dort jetzt arbeiten müssen, um verschiedene Metalle etc. abzubauen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht zur Waffenfabrik und deswegen kann es ziemlich gut sein, dass dort Sklaven sind und Jack auf die aufpassen muss, wie gesagt. Könnt ihr natürlich auch einen Headliner machen, aber ich glaube nicht, dass ein Headliner auf so viel Samurais aufpassen kann etc. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Ich kann es mir ziemlich gut vorstellen, dass dann Zoro auf Jack trifft und dann gegen ihn kämpfen wird. Es wird sozusagen der erste Kampf für Zoro, wo er vielleicht mal zeigen kann, was er drauf hat. Und ich glaube auch, dass Jack besiegt wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Zoro es mit Jack aufnehmen kann. Selbst wenn Jack anscheinend die stärkste Katastrophe sein soll, was ich jetzt nicht glaube. Ich glaube, da gibt es noch einen stärkeren, aber das ist eine andere Sache. Und dort wird dann Zoro ihn sozusagen besiegen, vielleicht mit einer neuen Technik oder so weiter. Aber es gibt da einen Punkt, was ich glaube, dass Zoro dieser Kampf ihn weiterentwickeln wird, beziehungsweise auch mal zeigen wird, was Zoro drauf hat. Ich denke, Zoro wird hier mehrere Kämpfe haben. Vor dem Krieg auf jeden Fall hatte, denke ich, mindestens zwei Kämpfe. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall gegen Jack kämpfen und dann noch gegen Orochi, aber das kommt zu einem anderen Video. Selbst wenn Jack angenommen sein Erwachen zeigt, was ich jetzt nicht glaube, aber doch sein könnte, denke ich, wird Zoro gewinnen. Aber ganz wichtig, Leute, Zoro wird es, denke ich, ganz knapp schaffen. Also er wird schon deutlich verletzt sein, weil Jack ist echt nicht zu unterschätzen. Zoro wird einfach schon verletzt sein, aber er wird ihn, denke ich, besiegen. Aber selbst wenn Jack jetzt von Zoro besiegt wird, kommt er später wieder zurück. Yo Leute, Kaido am Start. Es freut mich mega, hier bei dem Video dabei zu sein. Anime Banger hat euch gerade gezeigt, wie der Kampf Zoro gegen Jack ablaufen könnte. Ich werde euch jetzt die anderen Gegner für Jack vorstellen. Wie die meisten es sich schon denken können, sollte es zu einem Rematch Jack gegen Inuarashi und Nekomamushi kommen. Sie sowie die anderen Minks mussten grauenvolle Dinge durchmachen wegen Jack. Es wäre schade, wenn sie sich dafür nicht ordentlich rächen dürften. Dieser Kampf könnte in der finalen Schlacht von Wano Kuni passieren. In Kapitel 819 hat Inuarashi angekündigt, dass sie beim nächsten Kampf die Trumpfkarte der Minks einsetzen werden. Also ist es klar, dass Inuarashi und Nekomamushi uns ihre Solong-Form zeigen werden. Auch Momonosukes Mutter hat ja mit dem Fluch angeteased, dass sie bei Vollmond kämpfen werden. Und so werden wir auf jeden Fall ihre Solong-Form sehen. Beide von ihnen konnten es mit Jack aufnehmen, was für ihre Kraft spricht. Und mit ihrer Solong-Form werden sie ein mega Power-Up bekommen. Alleine dieses Power-Up ist ein Beweis dafür, dass die beiden gegen eine Katastrophe wie Jack oder gegen jemand gleich Starkes kämpfen müssen.
denn normale Headliner sind keine Gegner für sie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Samurai gibt, die ihnen dann noch das Wasser reichen könnten, wenn sie in ihrer Solong-Form sind. Falls ihr euch jetzt Sorgen darüber macht, dass Jack jetzt vielleicht zu schwach für Inuarashi und Nekomamushi sein könnte, dann kann ich euch beruhigen. Als Jack gegen Ino und Neko gekämpft hat, hatte er so gut wie gar keine Pause gehabt. Er hat 5 Tage durchgekämpft gegen sie. Währenddessen haben sich Inuarashi und Nekomamushi immer abgewechselt während des Kampfes und konnten sich so gewissermaßen regenerieren. Jack ist also jemand, den man nicht unterschätzen sollte. Jack hat seine Mammutfrucht wahrscheinlich schon erweckt, da er ein Kommandant eines Kaisers ist. Wir wissen nicht, wie sein Erwachen aussehen könnte, aber sie wird Jack um einiges stärker machen. Also wenn Inuarashi und Nekomamushi in ihrer Solong-Form gegen Jack kämpfen, dann wird es ein Kampf auf Augenhöhe sein. Okay Leute, das war's auch mit meinem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hiermit verabschiede ich mich und gebe wieder ab zu Anime-Banger, dem Ehrenmann. Und vergesst nicht, das Video zu liken. Ich bin absolut deiner Meinung, Kaido König der One Piece Theorien. Mehr kann man eigentlich zu Jack vs. Nekomamushi und Inuarashi nicht sagen. Danke auf jeden Fall für deine Zusammenarbeit, Digga. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Checkt unbedingt seinen Kanal ab. Er macht sehr, sehr, sehr gute One Piece Videos. In der Videobeschreibung habe ich ihn verlinkt. Er hat auf jeden Fall mehr Abos verdient und supportet ihn auf jeden Fall. Er ist ein Ehrenmitglied der Banger Crew auf jeden Fall. Und in Zukunft werden vielleicht noch mehr Zusammenarbeit mit ihm kommen. Gebt dem Video hier ein Like, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weiter Bock habt auf Zusammenarbeit mit dem lieben Kaido König der One Piece Theorien. Schreibt dann unten noch in die Kommentare eure Meinung zu dem Kampf. Was denkt ihr, gegen wen wir Jack alles kämpfen? Was denkt ihr? Also wir glauben einfach, dass Zoro und Nekomamushi gegen Jack kämpfen werden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr Ehrenmitglieder der Banger Crew. Schreibt auf jeden Fall Hashtag Banger Crew, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt. Ciao, euer Anime Banger.